Hallihallo, mein Name ist Diana Müller, ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und heute zeige ich euch eine Karte, die ich gebastelt habe und die basteln wir gemeinsam. Und zwar ist, ich schwenke die mal so ein bisschen, die Karte ist mit wieder so einem Folienpapier, was so ein bisschen reflektiert. Es sieht ein bisschen aus wie Silber, aber tatsächlich ist es Champagner, also Champagnerfarben. Es sind benutzt worden die Farben Flüsterweiß, Schiefergrau und das Band hier, das Dekoband, das ist die Farbe Granit. Und da ist noch so ein weißer Rand um dieses Band. Die Karte ist schnell gemacht. Ich will mich jetzt auch gar nicht in langen Erklärungen verzetteln. Wir benötigen für diese Karte drei Stempel. Alle drei Stempel findet ihr in dem Stempelset Wintermärchen. Das ist ein Stempelset, was es jetzt nur im November geben wird oder gibt und gehört zu dieser Serie Flockengestöber. Wintermärchen besteht aus 14 Stempeln. Sind in dem Video zuvor zum Thema Flockengestöber, da stelle ich euch das ganze Produktpaket vor. Oder sagen wir, es ist nicht ein klassisches Produktpaket, bei dem ihr 10% sparen könnt, sondern eben eine Serie. Wir nennen es mal Serie. Ja, und da benutzen wir die zwei größeren Stempel. Einmal so eine Art Bordürenstempel, den ihr immer nebeneinander setzen könnt. Und natürlich Motiv Schneeflocken. Und dann nochmal ein gepunkteter Stempel. Den sehen wir gleich. Ich zoome euch schon mal jetzt ran. Und dann habt ihr hier diesen Stempel mit den Pünktchen, die halt eben so Schneeflockenmotiv nachahmen. Ja, und jetzt zeige ich euch nochmal die Karte, die gebastelt wird. Ich blende die Maße in die Infobox nochmal ein. Und wir basteln jetzt nicht haargenau die gleiche Karte. Ich habe noch eine Idee mit dem flüsterweißen Band anstatt des granitfarbenen Bands. Also hier dieses, das ist so gezwirbelt mit einem silberfarbenen Streifen. Und da möchte ich mal schauen, wie das so aussieht. Vielleicht ein bisschen feiner. Und außerdem, was ihr hier noch so erkennen könnt, das ist das Metallic-Garn oder das Garn in Metallic-Optik in Silber. Ich habe jetzt hier Reste meiner Spule, die werden heute wahrscheinlich noch aufgebraucht. Und legen wir auch gleich los, ich will mich jetzt gar nicht so verzetteln. Die Farben Schiefergrau stempeln wir, das ist tatsächlich die Stempelfarbe und es ist auch die Farbe der Grundkarte. Die Grundkarte in den Maßen 14,85, also die Hälfte DIN A4. Und dann bei 10,5 gefalzt und der Aufleger, ich zoome euch nochmal so ein bisschen raus. Ach, entschuldigt, also irgendwann kriege ich das auch nochmal, ich übe noch. Und dann habt ihr hier so einen feinen Rand einmal ringsrum. Ihr könnt dann überlegen, ob ihr das so ein bisschen asymmetrisch oder symmetrisch aufkleben wollt. Und ja, also das Ziel sollte sein, dass diese Mattung, also der Aufleger hier, eben noch so ein bisschen schiefergrauen Rand übrig lässt. Oder mehr oder weniger, je nachdem. Hier unten zum Beispiel ist ein bisschen mehr Rand. Dann kann ich mir noch überlegen, ob ich das passend hier oben oder unten kleben möchte oder einfach nochmal mit dem Schneidbrett drüber gehen und das nochmal cutte, einmal abschneide. Ich klebe den Aufleger immer erst oder am liebsten immer erst hinterher drauf, damit ich auf jeden Fall sicher gehen kann, dass, wenn ich mich verstempel, nicht die komplette Karte Ausschuss ist. Großes Wort, Ausschuss. Also, wir legen los. Das Stempelkissen in Schiefergrau. Ich habe die Karte ja jetzt schon zweimal gebastelt. Oder so ähnlich zweimal gebastelt. Ich finde es am einfachsten, wenn ihr von unten nach oben stempelt. Also, zunächst einmal, ich hole mir noch mal einen Platz zum Unterlegen. So, mach mir mal ein bisschen Platz. Ich fange also mit diesem Bordürenstempel an und setze den unten, hier unten an. Und versuche den, weil der nicht ganz über die Länge passt,
nach bestem Wissen und Gewissen nebeneinander zu setzen. Einmal. Und dann schau dir halt, das Praktische ist ja wirklich, das sind diese durchsichtigen Acryl, diese durchsichtigen Stempel. Da kann man so durchgucken. Und so sieht das dann aus. Das hat schon mal gut geklappt. Hier dieser Übergang fällt kaum auf. Ihr könnt es auch vorstempeln. Man kann das auch mit dem Stemperatus stempeln, je nachdem, was euch lieber ist. Und jetzt geht man von unten nach oben mit diesem Pünktchenstempel. Also ich stempel das mal kurz hier neben ab. Das sind wirklich einfach Punkte. Voll niedlich. Die kann man auch ganz toll als Hintergrundstempel benutzen. Und auch da hatte ich den Eindruck, es ist einfacher, wenn man diesen Stempel nicht ständig dreht und hochgeht, sondern eben immer in dieser einen Position bleibt, dann zirkelt man nicht ständig. Und irgendwann ist der eben doch zu lang und dann braucht man vielleicht in der Mitte nochmal einen Punkt. Und dann ärgert man sich, weil da ein größerer Fleck bleibt. Das Gute, deswegen finde ich, ist das auch eine gute Einsteigerkarte, in die Mitte kommt ja dann noch das Etikett. Ja? Also. Und außerdem ist es handgemacht und das darf man auch mal sehen. Und dann ist der Hintergrund schon gestempelt. Eine Sache stempeln wir noch, danach geht es ins Stanzen und Kleben. Und zwar ist das hier dieses Etikett. Da steht drauf, frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Ist alles drin? Wunderbar. Auch das stempeln wir wieder in Schiefergrau. Da habe ich jetzt einfach irgendeinen Rest Flüsterweiß genommen. Den stempel ich auch saftig, also da stempel ich nicht ab. Ich finde Schiefergrau ist eh so eine unaufgeregte, angenehme Farbe. So, dann um das Etikett auch auszustanzen, benutze ich das Etikett für jede Gelegenheit. Das stanze ich einmal jetzt hier so aus. Ihr müsst mal schauen, wie es euch am besten gefällt. Also ich fand es so ein bisschen schräg am schönsten. Mal gerade schauen, weil sonst war mir das F zu gequetscht. Und dünn. Ja, ist immer so ein bisschen schwierig, sich da zu entscheiden. So, ausgestanzt, fertig. Das war's dann schon, der Schnipsel kann weg. In meiner Beispielkarte habe ich den champagnerfarbenen Metallic, das champagnerfarbene Metallic-Papier genommen. Und jetzt basteln wir das mal mit dem silberfarbenen. Ja, wenn es denn will. Das haut ihr einmal durch die Stanze. Das war's dann schon. Und das kleben wir dann gleich so übereinander. Bei meiner Beispielkarte, wie gesagt, das Granitfarben nehmen wir jetzt nicht das granitfarbene Band, sondern eben. Huch, wo ist es denn hin? Ah, hier. Sondern dieses feine Garn mit diesem silbernen Streifen. Ich denke, das funktioniert super mit in Kombination mit Silber und ich fahre noch mal ran. Ja, viel näher geht jetzt schon nicht mehr. Ja. Es ist so ein feiner Akzent. Das andere Band ist schon ziemlich breit. Jetzt brauchen wir Dimensionals, die klebe ich hinten drauf. Und sehe dann auch zu, dass ich diese Dimensionals, drei Stück so halbwegs in die Mitte klebe. Ah, hier kann noch eins hin, das mache ich ja jetzt auch gerade, weil ich damit auch gleichzeitig hier dieses Kordel befestigen möchte oder fixieren möchte. Es kommt in so eine Zwischenlage, also zwischen die beiden Etiketten. Ich hatte das schon mal angedacht, ich mache das mal nicht so breit gefächert, weil dann verliert sich das wahrscheinlich total schnell.
So, und dann sagen, klebe ich das einmal hier oben in die Ecke. Hoppala. Ich zwirbel das halt ganz gern um die Finger. Ich mag das, wenn das so spiralenförmig dann weggeht. Und dann, Entschuldigung, bleib auch mal im Bildausschnitt. So. Ja, das hat sich jetzt hier einmal verschlungen. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Also macht das so, wie ihr das schön findet. Ob ganz wild und verspielt oder viel mehr oder gar nicht. Ihr könnt das auch weglassen oder eben eine Farbe nehmen, die ihr habt, die euch gefällt. Zur Celebration dieses Jahr im Januar gab es auch so ein ganz tolles anthrazitfarbenes Band mit so einer Schimmeroptik. Das würde auch super aussehen, denke ich. Das ist halt eben anthrazitfarben und das ist dann jetzt Schiefergrau. So, beziehungsweise Silber. Wie kleben wir das jetzt auf? Also, ich zoome. Nee, wir sind am Limit. Weiter zoomen kann ich nicht. Hier gibt es so eine Nase. Hier gibt es so eine Ecke. Ich klebe das mal eben auf und dann erkläre ich euch nochmal, was ich meine. Drauf zeigen ist irgendwie einfacher. So. Und zwar. Ja, die Perspektive ist halt jetzt eine ganz andere. Ne? Normalerweise bastelt man einfach so drauf los. Jetzt muss man immer gucken, dass das auch alles irgendwie drauf ist und der Kopf nicht ständig im Bild. Also hier gibt es so eine Nase. Da überlappt sich das. Das gibt dann hier so eine schöne Ecke. Und die versuche ich dann halt zu treffen mit dem Etikett. Ich nehme nochmal das andere in Champagnerfarben als Beispiel. Ja, da diese Ecke. Diese Ecken, die sollen hier so aussehen. Oder eben anders, was ihr am schönsten findet. Das war nun das eine. Dann klebe ich hinten wieder Dimensionals drauf. Ich mag halt diesen 3D-Effekt. Ich muss mal schauen, ob ich 3 nehme oder vielleicht doch 4. Ah, ich mache mal 4. Und da klebe ich dann in die jeweiligen anderen Ecken dieses Metallic-Band in Silber. No? Da. Ich glaube, jetzt habe ich es gerade verkehrt rum aufgefädelt. Ja, bei dem letzten Rest, das ist immer so ein bisschen Gefummel. Sonst immer habe ich das mit Washi-Tape festgeklebt. In dem Fall habe ich es jetzt schon mal losgemacht. So, jetzt habe ich es, glaube ich, entwirrt. So. Und das wickele ich mir wieder um den Finger. 3-mal ungefähr. Und dann fächere ich das so ein bisschen auseinander, dass es nicht überall den gleichen Abstand hat. Ja. Ich muss gerade mal gucken, aber ich hatte die Folie schon abgezogen. Hier noch nicht. Bei dem noch nicht, aber bei dem schon. Ja, und kaum zu glauben, aber wahr, das war es auch schon fast. Dann kleben wir das gleich alles zusammen. So. Das soll hier in die Ecke. So, das sieht jetzt ein bisschen konfus aus. So, dann holen wir unseren Aufleger, den gestempelten. Ich fahre mal wieder ein bisschen zurück. Und dann könnt ihr schauen, wie ihr die Position auf der Karte selbst schön findet. Also ich denke, ich mache das nicht so, sondern so. Und klebe es so auf, dass die Schrift gerade ist, aber die Etiketten ja ein bisschen windschief aussehen. Aber das ist ja auch gewollt. Das ist ja auch das, was ich schön finde jetzt hier. Dann können wir das schon auf den Kartenrolling kleben. Ich räume das mal so ein bisschen aus dem Weg hier. Den schiefergrauen Karton. Ich habe das schon ein paar Mal erklärt. Ich bin halt so ein Nasskleber. Ich mag den Tombow, diesen Mehrzweckkleber, weil ich so ein Hin- und Herschieber bin.
Ich mag das beidseitige Klebeband auch total, dieses Abreißbare für Verpackung. Aber wenn ich so Kartenrohlinge aufklebe, das mag ich halt hier am liebsten. So. Und ihr seht, das war es schon fast. Also, hier habe ich jetzt noch, wer möchte. Also, ich finde es so auch schon schön. Ich finde, beide Varianten haben was für sich. Ich weiß, ich denke, Silber finde ich schöner als Champagnerfarben. Schwierig einzufangen, aber das Champagnerfarben ist so ein bisschen, da ist, scheint wie so ein Rotton noch durch, so ganz leicht. Und bei Silber, das ist halt sehr clean. Wir nennen es mal clean. Und jetzt klebe ich noch ein paar Strasssteine auf, diesen Strassschmuck. Dann nehme ich ganz gerne dieses Piercing-Tool oder Piekser oder Prickelstift. Und dann klebe ich, ja, wie ich das halt so empfinde, wo noch was hingehört. Vielleicht hier noch was hin. Ja. Das könnt ihr weglassen, ihr könnt Farben nehmen, ihr könnt das in verschiedenen Farben stempeln. Das ist natürlich, ach, da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das ist ja gerade das Schöne. Schwupps und fertig. Also so lasse ich die Karte jetzt. Das sind also die beiden Varianten. Einmal diese Variante ist mit Champagner in dem Stempelset Wintermärchen. Könnt ihr jetzt nur im November bestellen, also wenn ihr es gerne haben möchtet, bitte eilt euch. Das Sandpapier, was es in der Aktion mit dabei gab als Angebot, das ist schon nach ein paar Tagen ausverkauft gewesen. Und wer das gerne haben möchte, ist jetzt leider schon zu spät. Ja, so kann es gehen. Wenn ihr das, ihr könnt jederzeit über mich bestellen, wenn ihr möchtet. Ich bin unabhängige Demonstratorin. Ich mache regelmäßig Sammelbestellungen, wenn ihr auf 60 Euro kommt, Bestellwert, also Katalogwert, verschicke ich versandkostenfrei. Und ja, meine nächsten Sammelbestellungstermine sind am 14. November und am 30. November. Am 30. November dann für die, die so ganz kurz entschlossen noch schnell bestellen möchten, jeweils bis 18 Uhr. Ja, und dann, wenn es euch gefallen hat, ich freue mich über einen Daumen hoch und natürlich auch über ein Abo. Wenn irgendwelche Fragen sind, einfach fragen. Vielen Dank und tschüssi!